Guten Abend, liebe Leute. Hier ist die Dorina und wir befinden uns gerade, oder ich, zwischen 100 Bienen ungefähr noch auf unserem Balkon. Eigentlich wollten wir den heute schön einräumen und uns den Tag schön machen bei Sonnenschein und uns ausruhen. Aber leider kam uns eine Invasion von Killerbienen entgegen. Das sind Bienen. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwelche Wespen sind, die da angeflogen kamen, ein riesen Schwarm. Da sind wir erstmal geflüchtet und haben wir uns einen Imker besorgt und der hat die dann ja langsam, hat den ganzen Nachmittag zugebraucht, um erstmal den Großteil einzufangen in diese kleine Kiste. Da passen 20.000 Bienen rein. Und wir hatten Glück, dass die, die Königin des Bienenschwarms mit bei war. Und dann sind ihr natürlich alle anderen gefolgt. Nun ist es auch ein kleiner Kasten. Wie gesagt, da passen so maximal 20.000 rein. Dass hier noch welche umherschwirren und versuchen da reinzukommen. Und es ist schon ein Schauspiel der Natur. Zu sehen, welche Biene hat welche Aufgaben, welche Bienen sind wie aggressiv, wie muss man mit umgehen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man hier sitzt und allergisch ist gegen Bienenstiche oder so. Aber das ist ein Volk, was relativ harmlos ist. Aber ein Bienenstich ist natürlich nicht so harmlos bei den einen oder anderen. Aber es haben natürlich hier alle rundherum geguckt und es war wirklich schwarz hier auf dem Balkon voller Bienen. Keine Ahnung, wie viel hier rumgeflogen sind. Also es war wirklich purer Wahnsinn. Die Bilder seht ihr dann in dem Video, was ich noch gestalten werde. Und wie ihr seht, krauchen jetzt alle so langsam rein. Und ja, und er hat dann einen neuen Bienenstock. Wie auch immer, irgendein Imker muss da nicht aufgepasst haben, dass ihm die Bienen entwischt sind. Und ja, dann haben sie den Weg zu uns guten Menschen hier auf den Balkon gefunden. So, jetzt wünsche ich allen noch eine gute Zeit, einen schönen Sommer und ich hoffe, dass euch sowas nicht passiert. Das gibt es nicht so oft, dass sie gerade auf so einem Balkon landen. Aber die Natur findet ja manchmal seltsame Wege. Tschüss aus der Prignitz im Bundesland Brandenburg. Von unserem Balkon.